Ich bin Karima von Einfach Backen und wir machen heute Johannisbeermarmelade ohne Kerne. Dazu brauchen wir natürlich frische Johannisbeeren, Vanillezucker, Gelierzucker und noch etwas Johannisbeersaft oder auch Johannisbeernektar. Ich habe in dem Fall Johannisbeersaft genommen. So, ich habe meine frischen Johannisbeeren vom Stiel gezupft und auch ordentlich gewaschen und jetzt geht's ans Pürieren. So, das ist mein Johannisbeerpüree und jetzt geht's, wie ich auch schon gesagt habe, ans Sieben. Und zwar habe ich mir jetzt einen Topf genommen. Den habe ich jetzt schon auf eine Küchenwaage gestellt, denn wir müssen dann sozusagen die pürierte Masse später mit dem Johannisbeersaft bzw. Nektar auf 1 Liter circa strecken. Aber zeige ich gleich nochmal, nur schon mal zur Info vorab. Genau, so, jetzt nehme ich den Sieb und schütte mir dann schon ein bisschen was vom Püree hinein. So. Und dann drücke ich die Masse hier durch den Sieb und das mache ich, damit die Kerne praktisch im Sieb bleiben. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe ein bisschen nachgeholfen, indem ich mich von dem Johannisbeersaft einfach immer wieder was hinzugefügt habe, so, und dann hat sich das Ganze nämlich etwas gelöst hier und somit konnte ich das ein bisschen einfacher durchdrücken. So, und jetzt seht ihr hier, jetzt füllen wir das Ganze bis zum Liter auf mit Johannisbeersaft und voilà. So, jetzt schalte ich meine Induktionsplatte an und dann wird das Ganze erwärmt. Jetzt kommt der Gelierzucker hinzu. Dann rühre ich gleich schon mal ein bisschen um und dann noch der Vanillezucker. Das Ganze hat jetzt lange genug geköchelt und jetzt verteilen wir das auf die Einmachgläser. Bei unserem Rezept sind 6 Gläser, ich glaube so 230 Milliliter. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viele ihr zu Hause habt, also wie groß eure Einmachgläser sind. Ich habe jetzt einfach mal 5 verschiedene, die sind auch etwas größer. Da könnt ihr einfach schauen, wie ihr es am besten mögt. Und die Gläser habe ich vorher übrigens heiß ausgespült, denn die Marmelade kommt jetzt gleich rein und dann wird sie gleich verschlossen. So. Alle sind verschlossen und jetzt am besten für mindestens 12 Stunden jetzt erstmal abkühlen lassen, damit die Marmelade richtig schön fest wird. So, und fertig sind die Marmeladengläser. Die Johannisbeermarmelade habe ich jetzt etwa so für circa 12 Stunden ruhen gelassen. Und jetzt sind sie auch sozusagen bereit zum Verschenken. Ich finde es immer ganz süß mit einer kleinen Beschriftung und einer kleinen Schleife. So kann man das natürlich super verschenken. Ist doch süß, oder? Genau. Also, ich hoffe, das Rezept hat euch Spaß gemacht und wünsche jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da und den Link zum Rezept findet ihr unter dem Video. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal für viele weitere leckere Rezepte und dann freue ich mich, wenn ihr auch wieder nächstes Mal dabei seid. Bis dahin, tschüss!